Reges Treiben am Melbweiher. In den letzten Wochen wurden bereits Schildkröten und Muscheln abgefischt. Heute sind die Fische dran. Genau abgezählt sollen die ein neues Zuhause finden. Der Melbweiher soll nämlich saniert werden. Das geschieht unter der Federführung vom Direktor der Botanischen Gärten, Professor Maximilian Weigand. Der Hintergrund ist, dass die letzte Melbweiher-Sanierung sehr lange her ist, über 20 Jahre. Der Melbweiher ist letztlich ein stehendes Gewässer, hat einen sehr, sehr schwachen Durchfluss. Deswegen sammelt sich sehr viel Faulschlamm. Und letztes Jahr waren wir schon fast sicher, dass uns das Gewässer kippt. Gewässer kippt heißt, die Sauerstoffzehrung durch die toten Pflanzen ist so stark, dass die Fische alle sterben. Und das ist dann ein Prozess, der im Prinzip wie eine Katastrophe ist. Sobald die ersten Fische im Wasser anfangen zu faulen, verschlechtert sich die Wasserqualität weiter und dann sind in kürzester Zeit alle Fische tot. Der Generator erzeugt Strom, die Fische werden betäubt. Elektrofischen nennt sich das. Mit dem Kescher abgefischt und gezählt, geht es für die Fische auf eine lange Reise. Ihr neues Zuhause werden die Fische dann bei den Angelfreunden in Blankenberg finden. Ja, wir bergen die Fische hier aus dem Weiher. Wir werden ungefähr heute 5% rausbekommen. Mehr wird es heute nicht werden. Ganz Warum? Weil die Fische den Strom auch ausweichen. Und wir natürlich die Fische nicht grillen wollen. Die Fische sollen ja weiterleben im Grunde genommen. Wir werden also rund 5% heute bekommen. Dann wird weiter runtergepumpt. Dann wird die Aktion in etwa nochmal, aber in kleinerem Rahmen nochmal passieren. Bis hier nachher kein Wasser mehr drin ist, werden wir noch öfters da sein als einmal. Wenn alle Fische raus sind und das Wasser abgepumpt ist, kann die Sanierung beginnen. Im Herbst ist dann hoffentlich alles fertig. Professor Weigand kann es kaum erwarten. Ja, und dann haben wir nächstes Jahr hoffentlich einen funkelnigelnagelneuen, sauberen, nicht mehr stinkenden Melbweiher mit einer stabilen Umfassungsmauer und einer festen Verbauung, die wir dann auch komplett bepflanzen können. Darauf freuen sich auch schon die Bonner, denn für sie ist der Melbweiher schließlich auch Naherholungsgebiet. Es ist ganz schön, dass hier was gemacht wird und das ist ja, glaube ich, auch in einem halben Jahr etwa vorbei, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist für alle da, für Kinder, für alle Altersstufen und da freuen sich die Minister dran, genauso wie irgendwo ältere Menschen. Unzählige Fische, darunter 72 Hechte, 10 Donauwelse und sogar ein Aal sind übrigens wohlbehalten in Blankenberg angekommen.